Du weißt nicht, welche Übungen du als Geigenanfänger für deinen vierten Finger machen sollst? Ich zeige dir einige sinnvolle Übungen, die deinen vierten Finger kräftiger und flexibler machen. Los geht's! Ich heiße Leonore Haupt und bin professionelle Geigenlehrerin und Solo-Violinistin. Ich gebe seit inzwischen mehr als 15 Jahren Unterricht für alle Altersgruppen und alle Leistungsstufen, sowohl in Online als auch in Präsenz. Auf diesem Kanal teile ich mit dir alles zu dem Thema Geige spielen und üben. Du erhältst hier viele wertvolle Tipps dazu. Wir starten jetzt mit den Übungen. Ganz einfach erstmal ohne Noten. Unsere erste Übung ist eine kleine Tonleiter auf deiner ausgewählten Seite. Ich spiele es jetzt einfach einmal auf der A-Seite dir vor. Fingersätze blende ich bei allen Übungen im Übrigen ein. Spielen wir eine Terzschritt-Tonleiter. Das heißt, du hast einige Sprünge dort drin und das ist gerade sehr wichtig, das einmal zu kombinieren, weil viele Stücke haben diese Verbindung. Bei der dritten Übung geht es um das Thema Finger fallen lassen oder auch treffen. Wenn du jetzt Probleme hattest, den vierten Finger wirklich korrekt zu treffen, kannst du folgende Vorübung spielen. Und anschließend genauso wichtig ist natürlich auch die Chromatik. Ich zeige dir jetzt eine Übung. Du siehst vielleicht, einige Finger kommen natürlich auch außerhalb des vierten Fingers mit dabei vor, aber es geht darum, diese Bewegung von dem vierten Finger wirklich mehr zu üben. Neu mit dazu kommt auch die Bewegung von dem dritten und dem vierten Finger. Also diese Übung ist sehr nützlich, schau sie dir gerne an. Du darfst natürlich auch gerne nur eine Zeile daraus üben, wenn dir die ganze Übung zu lang wird. Wenn du nicht ganz so lange Übungen einmal in dein Üben einbauen möchtest, kann ich dir empfehlen, aus Schäftschick Opus 1, Heft 1 einfach mal eine Zeile rauszugreifen und diese zu üben. Das Tolle ist, wir können sie später natürlich auch schneller spielen, weil die Nummern sind relativ lang und das Tempo steigert sich irgendwann. Aber das Tolle ist eben, die Einzeltakte lohnen sich auch schon mal anzuschauen. Ich spiele dir heute die erste Zeile von der Nummer 1 vor.
jetzt den Fingerabzug. Wir benötigen dafür die seitliche Bewegung. Das trainiert die Finger nämlich auf andere Weise, weil es nicht unser gewohnter Ablauf ist. Aber Vorteil, wir brauchen keinen Bogen und du kannst ganz entspannt dich auch um deine Haltung kümmern. Jetzt dran denken, wenn du bis dorthin gekommen bist, der Arm geht mit. Solltest du jetzt feststellen, dass du gar nicht die ganze Übung schaffst, weil es dir eigentlich zu schwer ist, der Hinweis, es steht am Rand Stufe 1 und 2. Also es ist kein Drama. Es geht darum, wirklich einzeln mal Bewegungen zu üben, die sonst überhaupt in gar keine Übung drin vorkommen. Manchmal dauert das Monate, bis die Bewegung überhaupt einen Erfolg hat, weil Zupfen erfordert einfach mehr Kraft und Abzug und manchmal ist einfach scheinbar eine Seite im Weg und das dauert etwas. Aber ich denke mal, die Grundbewegung, das ist genau auf den Seiten, die frei verfügbar sind, denke ich, ganz gut machbar. Also probier es einfach aus. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, was du zu dieser Übung sagst. Wir brauchen jetzt auch keinen Bogen. Es geht jetzt darum, diesen Akkord zu finden, der am Anfang der ersten Zeile abgebildet ist. Es ist ein Beispiel. Es gibt da unten auch noch weitere Akkorde, die wollte ich aber heute nicht zum Thema machen. Also Beispiel. So, ist schon eine Schwierigkeit, alle Finger auf die Seite drauf zu legen. Wenn du merkst, das sieht so aus, lass es lieber. Also es muss erstmal die richtige Handhaltung sein. Wenn du das hast, dann darfst du den vierten Finger wirklich bewegen. Solltest du nach einem Durchgang vollkommen fix und fertig sein, lass es erstmal, schüttel dich aus, spiel etwas anderes, probier es noch einmal. Wenn das genug war, dann war es das erstmal für heute. Für alle, die weitermachen wollen, natürlich auch gerne schneller. Wichtiger Hinweis, die Handhaltung sollte erkennbar sein. Also wenn du wirklich merkst, du hast Probleme, dann frag lieber jemanden, der davon Ahnung hat. Letzter Schritt. So, wichtiger Hinweis. Alles darf natürlich langsamer ausgeführt werden. Diese Übungen sind schon sehr anspruchsvoll. Wenn du merkst, das ist dir noch zu schwierig, ist das kein Problem, dann suchst du dir eine von den anderen Übungen raus, die ich dir auch vorgeschlagen habe. Schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, welche Übung dir am meisten geholfen hat oder auch bei welcher Übung warst du so vollkommen überrascht. Die kenne ich noch gar nicht und hast sie ausprobiert und sagst, ja, das war sie. Würde mich echt interessieren, schreib das einfach mal in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bitte hinterlasse mir ein Like, wenn es dir besonders gut gefallen hat oder auch ein Abo. Eine besondere Unterstützung gibt es natürlich auch unter PayPal.me oder SuperThanks. Da darfst du gerne eine kleine Spende hinterlassen, wenn du mich besonders unterstützen möchtest. Bitte schreib wie immer in die Kommentare mit Hashtag Wunsch, wenn ihr einen speziellen Videowunsch habt. Oder einfach, wenn euch etwas gefällt. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.